Grundrente. Was ist das zu versteuernde Renteneinkommen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich möchte Ihnen heute anhand eines Beispiels mal erläutern, was das zu versteuernde Renteneinkommen bei der Grundrente ist. Sie wissen ja, dass wenn ein Berechtigter den Grundrentenzuschlag erhält, dass dann eventuell auch eine Einkommensanrechnung durchzuführen ist, § 97a SGB 6. Dort ist die Rede von dem zu versteuernden Einkommen. Und zum versteuernden Einkommen gehört natürlich auch das Renteneinkommen dazu. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Für Alleinstehende gilt ein Freibetrag von 1250 Euro und für verheiratete Eheleute oder eingetragene Lebenspartnerschaften 1950 Euro. Schreibe ich aber jetzt hier nicht auf, weil wir gehen von einem Beispiel aus von einem Alleinstehenden. Unser Alleinstehender, der hat einen Freibetrag von 1250 Euro bei der Einkommensanrechnung, hat also nichts mit den Steuern zu tun und er bekommt monatlich ab dem Jahr 2021 einen Zuschlag an zusätzlicher Rente von 350 Euro wegen der Grundrente. Seine Rente beginnt am 1. Januar 2020. Und zwar bekommt er eine Jahresrente von 6.000 Euro. Und jetzt berechne ich als allererstes mal den steuerfreien Anteil. Denn der Gesetzgeber sagt, dass der steuerfreie Anteil an der von dem Renteneinkommen als Einkommen an die Grundrente mit zu erfassen ist. Der steuerfreie Anteil bei dieser Rente, die im Jahr 2020 beginnt, beträgt 20% von diesen 6.000. Das habe ich mir auch nicht willkürlich ausgesucht. Da gibt es Tabellen, da steht das eindeutig drin, dass bei Rentenbeginn 2020 beträgt der steuerfreie Anteil von diesen 6.000 Euro 20%, macht hier 1.200 Euro aus. Diese 1.200 Euro werden ein Leben lang der steuerfreie Anteil für unseren Rentner sein, der diese Rente bekommen hat. Da an diesem Betrag wird sich im Grundsatz nichts mehr ändern. Jetzt ziehe ich von diesen 6.000 Euro erst einmal diese 1.200 Euro ab. Also Abzug 6.000 Euro Rente minus 1.200 Euro, verbleiben 4.800 Euro. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Rentner ja auf die 6.000 Euro Krankenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherungsbeiträge, Zusatzbeiträge, Werbungskosten und so weiter hat. Und diese muss ich natürlich auch abziehen. Das heißt also, ich mache jetzt hier einen Abzug von den sogenannten steuerlichen Werbungskosten. Und da nehme ich jetzt einfach mal willkürlich, weil das wirklich nur ein Beispiel ist, sage ich ganz einfach, ich ziehe jetzt hier von den 6.000 Euro nochmal 1.300 Euro ab. Das heißt also, dann haben wir hier 1.300 Euro Abzugkosten. Und das ergibt dann mein zu versteuerndes Einkommen. Das zu versteuernde Einkommen, versteuernde Renteneinkommen beträgt dann 6.000 Euro minus die 1.200 Euro minus 1.300 Euro ist gleich 3.500 Euro. Das heißt also, diese 3.500 Euro sind, ich mache es nochmal hier größer, 3.500 Euro sind das zu versteuernde Renteneinkommen unseres Beispiels für das Jahr 2020. Bezogen auf einen Kalendermonat, 3.500 Euro geteilt durch 12 ergibt rund 291,67 Euro. Das sind die 291,67 Euro, die in unserem Beispiel als zu versteuerndes Einkommen pro Monat anzusetzen sind. Aber ich darf natürlich eins nicht vergessen, ich habe ja auch noch den steuerfreien Anteil. Und das Gesetz sagt ja, das Grundrentengesetz sagt ja eindeutig, dass der steuerfreie Anteil an der Rente auch noch mit dazu zu rechnen ist. Das heißt also, ich muss die 1.200 Euro wieder durch 12 teilen und das ergibt dann 100 Euro. Und jetzt habe ich genau mein
anrechenbares Einkommen auf die Grundrente. Und das beträgt 391,67 Euro. Ist das anrechenbare Einkommen? Und jetzt mache ich einfach einen Vergleich. Ich habe hier den Freibetrag. Freibetrag 1250 Euro und ich vergleiche das mit den 391,67 Euro. Und würden Sie sagen, dass die 391,67 Euro kleiner sind als die 1250 Euro? Ich würde es auf jeden Fall sagen. Und deshalb gibt es hier keine Einkommensanrechnung. Das heißt also, in unserem Beispiel muss unser Mandant keine Befürchtung haben, dass er von seinem Zuschlag an der Grundrente 350 Euro, ist ja nur ein Beispiel, hier irgendetwas abgeben muss. Er ist also deutlich unterhalb der 1250 Euro. Warum habe ich Ihnen das so eindringlich gesagt oder im Schema mal dargestellt? Gerade für Eheleute, wo der eine grundrentenberechtigt ist und der andere noch ein zusätzliches Einkommen hat, neben seiner vielleicht noch seiner eigenen Rente, ist sozusagen wichtig, dass das zu versteuernde Einkommen heruntergerechnet wird. Das heißt also, Sie müssen hier anfangen, steuerlich zu optimieren, dass es doch vielleicht Sinn macht, eine Steuererklärung abzugeben. Ob Sie dann Steuern zahlen müssen, ist eine völlig andere Frage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.